Psalm. For future. Please hold the line. Alles auf Anfang. Nur weil heute Quarantäne herrscht, heißt das noch lange nicht, dass man sich nicht doch ein wenig herausputzen darf. Und deshalb habe ich mich auch modetechnisch schon mal eingestimmt auf den heutigen Beitrag, denn es geht um Schlager. Ah, ein Genre, das unter manchen Freunden der Kunst noch immer nicht den allerbesten Ruf besitzt. Aber das ist wirklich, wirklich schade. Denn der Schlager ist ein Kunstwerk im Kleinen, ein Mikrokosmos der Gefühle in 3 Minuten, in dem Sehnsucht erweckt, Hoffnung gestillt und Freiheit ermöglicht wird. Und all diese 3 Punkte waren besonders wichtig nach dem Ende des schrecklichen Krieges 1945, in der Zeit, in die wir in der Helmut-List-Halle und jetzt in unserem Beitrag zurückgeführt hätten bzw. zurückführen. Eddie Lewis hätte einen bunten Strauß von Schlagern ausgebreitet aus der Zeit zwischen 1955 und 1965, in der Hoffnung beschworen, der Urlaub gefeiert und der Konsum verherrlicht wird. Damals war eben ein Auto noch in Begriff von Aufbruch, von Möglichkeiten und von Wohlstand und nicht so sehr ein Symbol von Umweltverschmutzung und Verkehrsinfarkt. Und für Rosi Degen hatte ich 5 kleine Szenen geschrieben, die ich den Frauen aus meiner eigenen Kindheit im Wirtschaftswunderland Deutschland in den 60er Jahren abgelauscht habe. Zumindest eine davon können Sie heute bei sich auf dem Bildschirm sehen und Eddie Lewis musiziert dazu. Willkommen auf einer Reise zurück in eine Zeit, in der unser Heute entstand. Das habe ich in Paris gelernt. Und zwar in Handumdrehen, das lernt man sonst in... Kennst du den Clemens Wilmenroth, den Fernsehkoch? In den sind jetzt alle verliebt, vor allem die Mutti. Einmal im Monat am Freitagabend um 21.30 Uhr kocht er im NWDR. Er hat den Toast Hawaii erfunden. Eine Scheibe Toastbrot, eine Scheibe gekochter Schinken, eine Scheibe Ananas aus der Dose, mit einer Scheibe Schmelzkäse überbacken und in der Mitte eine Cocktailkirsche. Danach sind jetzt alle verrückt. Die Mutti ist jetzt ganz außer sich, wenn er vor die Kamera tritt und alle mit ihr lieben, goldigen Menschen begrüßt. Und so haben wir jetzt die ganze große, weite Welt bei uns auf dem Tisch. Man muss eigentlich nirgendwo mehr hin, weil die Welt ja zu uns kommt. Mit arabischem Reiterfleisch, der gefüllten Erdbeere, dem päpstlichen Huhn, der flambierten schwarzen Banane und den bretonischen Würstchen mit Austern. Das ist schon alles super lecker. Aber mir ist er trotzdem nicht ganz geheuer. Man munkelt, dass der gar nicht Wilmenroth heißt und dass er gar nicht kochen kann. Er soll ein abgehalfteter Schauspieler sein. Und seine Frau, die im Fernsehen eigentlich immer nur im Hintergrund arbeitet, die soll in Wirklichkeit alles kochen. Weil er selber wird sogar das Wasser anbrennen lassen. Als ich mit der Mutti einmal darüber geredet habe, wollte sie nichts davon wissen. Schließlich sind seine Gerichte ja wirklich genial. Und alles so einfach und schnell zuzubereiten. Schließlich gibt es ja heutzutage wirklich alles. Es gibt Gemüse aus der Dose, Früchte in der Konserve, Fertigsuppen, Fertigsoßen, alles im Überfluss.
Eine Frau muss heutzutage nicht mehr Stunden in der Küche stehen, um ihre Familie satt zu machen. Und die ganzen Haushaltsgeräte, die es gibt, elektrischer Herd, Waschmaschine, Kühlschrank. Kein Wunder, dass die Mutti immer dicker und dicker wird und um sie herum all ihre Freundinnen und erst die Männer. Es gibt keinen Hunger mehr. Und für die ganz schwere Arbeit gibt's Maschinen. Aber ich mach da nicht mit. Das ist kein Leben für mich. Sollen sie doch alle ihre Sehnsüchte im Essen und Trinken ersticken und ersäufen. Ich will was ganz anderes. Ich lebe unerhört so lebe und habe nie ein Rendezvous. Ich gehe höchstens mit den Eltern ein Stück spazieren ab und zu. Mein Vater sagt, es soll so bleiben. Und dafür schenkt er mir Konfekt. Doch neulich platzte mir der Kragen, weil mir Konfekt nun mal nicht schmeckt. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, den ich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich hatte neulich gerade Geburtstag und diesen Tag vergesse ich nie. Denn alle Tanten und Verwandten, die waren mit von der Partie. Sie brachten Rosen und Narzissen und Schokoladen nach Schwer. Dann hat's mich plötzlich fortgerissen. Ich schrie, ich will das Zeug nicht mehr. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, den ich küsse und um den Finger wickeln kann. Sonntag auf dem Rummel, für 20 Pfennig mir ein Los. Ich habe auch wirklich was gewonnen, doch die Enttäuschung war sehr groß. Denn ich gewann dort einen Teddy aus Schokolade und Marzipan. Den schmiss ich wütend in die Menge und schrie den Losverkäufer an. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, den ich küsse und um den Finger wickeln kann. Ich will einen, den ich küsse und um den Finger wickeln kann. Sorry. Psalm for future. Please hold the line. Eine Produktion aus dem Hause Styriate.